Der Schatz der Wettiner. Das Silber des sächsischen Herrscherhauses. Kunst von unschätzbarem Wert. Ein Schatz mit einer abenteuerlichen Geschichte. Bewundert, vergraben, verschollen. Wiedergefunden und in alle Winde verstreut. Unsere Spurensuche beginnt in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Florida. Ein Besuch bei Wettiner Prinz Rüdiger von Sachsen in Sebring, 2 Autostunden von Miami entfernt. Hier lebt der Prinz in den Wintermonaten. Der Nachfahre des letzten sächsischen Königs erzählt uns die Geschichte seiner Familie und ihres Schatzes. Ein Blick zurück ins Schloss Moritzburg vor fast 70 Jahren. Februar 1945. Der Krieg und die Zeit des Nationalsozialismus neigen sich ihrem Ende entgegen. Der Verwalter der wettinischen Besitzstände ist Prinz Ernst Heinrich, der seit 1933 mit seinen Söhnen Timo, Dedo und Gero auch in Schloss Moritzburg residiert. Das Verhältnis des sächsischen Herrscherhauses und der Nazis ist angespannt. Die Wettiner haben aus ihrer Ablehnung des Regimes kein Hehl gemacht. Ein wesentlicher Teil des Wettiner-Schatzes ist jetzt in Moritzburg. Das Hofsilber und viele andere besonders wertvolle Stücke wie die Greifenklaue, der Blumenkorb oder der Mohrenkopfpokal. Meine Onkels haben es immer als Hausinventar betrachtet, die über Generationen verwaltet wird. Sie haben es auch nie als Eigentum gesehen. Ich spreche nur über Mohrenkopf, von dem sie zum Beispiel Angst hatten, weil er oben auf dem Kamin stand. Und der war früher ja ganz schwarz, ne? Sagte mein Onkel, da hatten wir als Kinder halt Angst vor. Ne? Also das war uns unsympathisch. Aber es wurde nie als Schatz gesehen und auch nicht als Eigentum, sondern als ein Inventar, das über Generationen, wie es in den Adelsfamilien üblich ist, einfach aufbewahrt wurde. Anfang 1945, als klar wird, dass die Rote Armee bald Moritzburg erreichen wird, wollen die Wettiner Sachsen gen Westen verlassen. Die Nazis untersagen ihnen das. Auch die Adelsfamilien sind den Repressalien des NS-Staates ausgesetzt. Und gerade solche, die sich dem Regime widersetzt hatten. Man durfte auch nicht mitteilen, wir fliehen jetzt, sondern sie durften beschränkt reisen. Aber es gab keinerlei Möglichkeiten, irgendwo einen Umzugswagen zu organisieren und sagen, wir verlassen jetzt hier diese Gegend. Bei uns war es halt so, und das sind die Erzählungen, dass mein Großvater gesagt hat, jeder kann etwas mit einpacken für sich. Also es durfte nur so aussehen wie eine Wochenendreise. Mehr durfte auch nicht im Auto sein, denn es gab ja überall Kontrollen durch die Nationalsozialisten, auch Straßenkontrollen. Und wer nur den Eindruck erweckt hat, er flieht, wurde direkt verhaftet und hat mit sehr schlimmen Konsequenzen zu rechnen gehabt. So bleibt ihnen nur, die Schätze zu vergraben und mit leeren Händen die Heimat zu verlassen. Der 10. Februar 1945 ist ein frostiger Tag. Ernst Heinrichs Söhne, Dedo und Gero, heben im Wald der Wettiner im Moritzburger Tiergarten hastig Gruben aus. Das war eine große, große Arbeit. Sie haben dortmals mit einem, ich glaube ein alter DKW war das, nachts ohne Scheinwerfer, ohne alles, Kiste für Kiste in den Wald gefahren. Einfach zur Sicherung, weil immer noch davon ausgegangen wurde, vielleicht kehren wir ja zurück. Über 40 Kisten sollen im Boden verschwunden sein. Später wird Ernst Heinrichs Forstmeister Mandl eine Zeichnung von der Vergrabungsstelle anfertigen. Auch in der Kirche in Reichenberg, nur ein paar Kilometer von Moritzburg entfernt, werden Kunstschätze versteckt. Vor allem im Boden des Gotteshauses. Ernst Heinrich und der Reichenberger Pfarrer Hermann waren gut bekannt. Es ist kaum mehr als eine Verzweiflungstat, sagen die Reichenberger. Jeder, der dort sucht, würde die Stücke auch finden. Die Wettiner sind weg und die Rote Armee da.
Die Soldaten hören natürlich von den sagenhaften Schätzen. Zuerst suchen sie im Schloss. Dann zwingen sie Forstmeister Mandl, das Versteck zu verraten. Sie werden fündig und bringen 40 Kisten in die Sowjetunion. Auch in der Reichenberger Kirche wird gesucht. Und auch diese Stücke abtransportiert. Der Wettiner Schatz gerät 50 Jahre in Vergessenheit. Dann kommt die Wende und der eiserne Vorhang geht auf. Die Wettiner können aus Kanada, ihrem neuen Zuhause, wieder in die angestammte Heimat reisen. Um die vergrabenen Schätze kümmern sie sich nicht, obwohl detaillierte Pläne noch existieren. Es wurden also schon Bemühungen unternommen, insofern, als meine Onkels mir mitteilten, also hier hast du einen Plan, hier hast du dieses und jenes. Also wir haben eine ganze Reihe zu recherchieren. Wir hatten eine Informationsflut, die Onkels aus Kanada nicht so bewerten konnten. Und ich war teilweise eben auch zu langsam, muss ich ganz einfach sagen im Nachhinein. Hab die Dinge dann mit einer gewissen Zeit gesehen, wo wir dann irgendwann mal nachschauen können. Doch andere interessieren sich jetzt sehr für das sächsische Herrscherhaus. Vor allem für den Schatz der Sachsen, wie der Schatz der Wettiner auch gern genannt wird. Hanno Vollsack, ein Postfahrer, und Claudia Marschner, seine Freundin, von Beruf Altenpflegerin, in ihrer Freizeit Schatzsucher, Sondengänger, sind mit einem Minensuchgerät der US-Armee im Moritzburger Forst unterwegs und entdecken nach eigenem Bekunden ganz zufällig Kisten mit Kunstschätzen. Recht bald stellen sie aber fest, dass die Stücke unverkäuflich sein dürften. Denn der Fund ist eine Sensation. Dabei auch die Greifenklaue und der legendäre Mohrenkopfpokal von Jamnitzer aus dem 16. Jahrhundert. Sie wenden sich an Dirk Sündram, den Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden. Und dann kamen sie dann eben rein und mit ihrem Lebensgefährten hatte ein kleines Tischchen dabei und sagte, sie hätten den Schatz der Wettiner gefunden. Und dann packte sie so 4 Stücke aus, sagte, sie hätten noch viel mehr, das wäre bei ihnen zu Hause. Und dann ist man natürlich erstmal in einer Situation, die man so eigentlich auch nicht in der Universität lernt. Was macht man, also wenn also so eine Person kommt und sagt, sie hat einen Schatz entdeckt? Und dann sind wir in die Karl-Marx-Allee gefahren. Die Karl-Marx-Allee stand das Wohnzimmer dann voll. Also vor der Couch waren schön aufgereiht einige Objekte. Ich erkannte sofort das Blumenkörbchen. Das muss ich schon sagen, das ist also eines der Gründungsobjekte des Grünen Gewölbes. Und ich hätte nie erwartet, es jemals wiederzusehen. Und eben auch ein Kruzifix des 13. Jahrhunderts und ähnliche Sachen, die ich noch nie gesehen hatte. Und viele von dem Silber halt. War eigentlich ganz begeistert. Und wir haben dann also gleich Fotos gemacht, also um das auch festzuhalten, haben dann eben auch angefangen, das zu begutachten und dann auch so zu verpacken, dass es dann gleich in die Tresors des Grünen Gewölbes konnte. Und dann zeigte mir nochmal noch etwas, was also etwas theatralisch drapiert war, auf einer Heizung stehend, mit einem Küchengeschirrtuch abgedeckt. Ging man dann dahin und dann wurde das weggezogen und da war dann der Mohrenkopfpokal von Christoph Jamnitzer zu sehen. Alle verfügbaren Kräfte werden jetzt zusammengetrommelt. Sachsens Landesarchäologin erscheint mit einem Sondereinsatzkommando. Es ist Nacht geworden. Regen hat eingesetzt. Doch das spürt an der Grube im Moritzburger Forst niemand. Aber bitte zeigen! Nach Mitternacht schon, nachdem Schritt für Schritt die Grube ausgeräumt worden ist, sind uns, das ist ja nun wie im Märchen, wirklich die Silberlinge entgegengekommen. Es war eine kleine dritte Kiste sichtbar geworden, in der eine Münzsammlung mit etwa 200 Silberprägungen, vornehmlich europäischer Provenienz, untergebracht war. Bis tief in die Nacht haben die Archäologen zu tun. Mittlerweile wird der Fundort von der Polizei abgeschirmt. Auch die Schatzsucher Hanno Vollsack und Claudia Marschner stehen neugierig am Rand der Grube. In der Sendung Sachsenspiegel äußern sie sich später zu ihrem spektakulären Fund
und zu dem weit verbreiteten Gerücht, dass sie einen Tipp zur Fundstelle bekommen hätten. Also ich sage es noch einmal, es gab für uns keine Hinweise, außer die öffentlichen Literaturnachweise, also die man überall kaufen konnte. Es war für uns ein reiner Zufall gewesen. Ja, ich hatte schon vorher zu Claudia gesagt, wo wir Wochen vorher im Gelände gewesen sind, hier müsste man mal suchen. Ungefähr dort hinten ist die alte Russengrube gewesen. Vielleicht hat man doch etwas vergessen, weil ja die Organe auch innerhalb der DDR-Zeiten nicht so genau gearbeitet haben oder es auch nicht gewusst hatten. Auch Prinz Rüdiger widerspricht dem Gerücht, vom Tipp der Wettiner energisch. Es ist tatsächlich nur so, dass auch die anderen Familienmitglieder es nicht wussten, wo das vergraben war, sondern nur meine beiden Onkels, Dedo, Gero und ich wussten es. Also es gab aber viele Gerüchte immer in Moritzburg, auch ich habe davon immer einiges gehört. Es ist halt ein interessantes Thema. Vielleicht gab es vielleicht irgendwo aus der Gegend Moritzburg etwas, aber nie aus dem Bereich Familie. Mittlerweile ist der Moritzburger Forst Treffpunkt von Schatzsuchern aus ganz Deutschland. Die Glücksritter versuchen noch ein vergessenes Stück zu finden, doch ohne Erfolg. Schatzsucher Vollsack wird vom Landesamt für Archäologie wegen illegaler Grabungen angezeigt. Es bleibt bei einer Geldstrafe. In Dresden organisiert man jetzt in aller Eile eine provisorische Ausstellung des Schatzes aus dem Moritzburger Forst. Das Interesse der Öffentlichkeit an den 50 Jahre verschollen geglaubten Kunstschätzen ist riesengroß, erinnert sich Helga Puhlmann, 1996 Pressesprecherin der staatlichen Kunstsammlungen. Die Stücke wurden gar nicht groß gereinigt. Da hingen zum Teil noch die Blätter und die Erdbrocken dran. Und man hat sie eigentlich nur notdürftig gesäubert und dann in dem Zustand, in dem sie waren, in Vitrinen gelegt und ausgestellt. Und ich muss sagen, es war eine der erfolgreichsten Ausstellungen in der Zeit, an die ich mich erinnern kann, weil so ein Schatzfund hat natürlich unheimlich viele Besucher angelockt. Es war noch so frisch, ist ja unglaublich durch die Presse gegangen und ja, die Leute waren total fasziniert. Dann gibt es eine große Sonderausstellung im Dresdner Schloss. Nun haben auch Markgraf Maria Emanuel und die Prinzen Dr. Albert und Dedo Gelegenheit, die lange verschollenen Kunstgegenstände aus dem Moritzburger Schloss wiederzusehen. Sehen, wie das da von hinten aussieht. Ja, das ist ein Zöpfchen da hinten. Toll. Sachsen verbeugt sich vor seinem untergegangenen Herrscherhaus. Und für die Wettiner ist dieser Tag eine gute Gelegenheit, sich hinter verschlossenen Türen mit dem Finderpärchen zu treffen. Vielleicht auch, um über den Finderlohn zu sprechen. Die Summe wird diskret behandelt. Gemunkelt wird von mehreren 10.000 D-Mark. Und um Geld geht es auch ansonsten. Schon jetzt machen Gerüchte die Runde, dass der Schatz aus dem Wald so zum letzten Mal zu sehen sein dürfte, dass die Wettiner daran denken, die Preziosen zu verkaufen. Doch bevor es dazu kommt, herrscht in Sachsen wieder große Aufregung. Hanno Vollsack und Claudia Marschner waren wieder in Moritzburg mit der Sonde unterwegs und wurden wieder fündig. Neue Kisten mit 500 Teilen, nur 30 Meter von der alten Fundstelle entfernt. Da Hanno Vollsack wieder ohne Suchgenehmigung unterwegs war, drohen ihm diesmal 2 Jahre Gefängnis. Ich habe mir dann schon auch an die eigene Nase fassen müssen, dass ich nicht dann doch mal die Initiative ergriffen habe und bin auch mal mit einem Detektor selbst dort hergelaufen. Also wir waren einfach erstaunt. Wir gingen nicht davon aus, dass noch weitere Kisten dort sind. Judith Oechsle, deren Experten 1996 vermeintlich alles abgesucht hatten, hat bis heute keinerlei Verständnis für die Schatzsucher. Er hatte eigentlich gehofft, nachdem wir sie schon ermahnt haben, gesagt, das geht so nicht, was ihr da treibt, dass sie sich das auch sich zu Herzen nehmen. Wir haben dann gemerkt beim zweiten Mal, dass der Lerneffekt nicht so ausgeprägt war. Gut, es gibt Leute, die kapieren es nicht. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass da die Bereitschaft nicht so groß war. Der Freistaat Sachsen unterbreitet den Wettinern nun ein Angebot, den gesamten Moritzburger Fund anzukaufen.
Doch die lehnen es als zu niedrig ab. Von den besonders wertvollen Stücken des Schatzes kommen lediglich ein Trinkhorn, die Greifenklaue, für 630.000 D-Mark und ein Anhänger mit einer Herkulesfigur ins grüne Gewölbe. Die anderen Stücke werden kurz vor Weihnachten 1999, wie schon vermutet, bei Sotheby's in London versteigert. Prinz Albert reist mit Gattin Elmira nach London zur Auktion. Dort bekommt er natürlich auch die Frage gestellt, die jetzt viele Sachsen umtreibt. Warum werden die Stücke versteigert? Ist dieser Schritt wirklich unvermeidlich? Sie wissen ja, wir haben keine sonstigen Geldmittel zur Verfügung. Und deshalb muss man diesen Schritt tun mit der heutigen Auktion, also mit der morgigen Auktion. Und dann beginnt sie. Und die Familienerbstücke der Wettiner werden in alle Himmelsrichtungen verstreut. Für den Blumenkorb von Hofjuwelier Dinglinger, der in London allerdings in einem jämmerlichen Zustand präsentiert wird, interessiert sich ein Privatsammler aus Biberach, der anonym bleiben möchte. Als wertvollstes und damit teuerstes Stück der Auktion gilt der Mohrenkopfpokal des Nürnberger Goldschmieds Jamnitzer. Für 1,6 Millionen Pfund erwirbt ihn ein Bieterkonsortium. In der Euphorie nach der Auktion mit einem Schnäppchenpreis zeigt man sich offen für Anfragen aus Sachsen. Allerdings hatte sich da das Bayerische Nationalmuseum in München schon längst das Vorkaufsrecht gesichert. Es ist ein Stück von ganz hervorragender künstlerischer Qualität. Denn der Preis, der jetzt bezahlt worden ist, ist so vernünftig gering. Am Ende bringt die Auktion den Wettinern weit weniger als gedacht. Sotheby's war auch für uns eine Geschichte, wo wir etwas dazulernen. Wir hatten ja keinen anderen Weg. Aber da war natürlich auch die Struktur für uns etwas Neues. Das heißt also, dass sich zwei Bieter vorher absprechen, sich zusammentun, um dann bestimmte Gegenstände gemeinsam zu kaufen und auch schon einen Käufer haben und dabei natürlich auch ein gutes Geschäft machen. Also wir haben etwas da gelernt und würden nicht mehr so ohne weiteres in, sage ich jetzt auch ein bisschen blauäugig, in Versteigerungen hineingehen. Ja, Sie hatten sich das alles ein bisschen höher vorgestellt, ne? Und etwas größer, aber das ist eine menschliche Regung. Die auch dem Direktor des Grünen Gewölbes nicht fremd ist. Ich kann nicht verhehlen, dass ich dem Blumenkörbchen immer noch ein bisschen nachweine. Das goldene Kaffeezeug, zu dem ja das Blumenkörbchen so als Surplus dazugegeben worden ist, das ist das Gründungsobjekt des Grünen Gewölbes. Damit beginnt eigentlich die große Schatzkunstsammlung August des Starken 1701. Und da wäre das Blumenkörbchen wunderbar da daneben gestanden. Ich kann mir fast die Vitrine vorstellen, die wir dann da hätten platzieren können. Der prächtige Blumenkorb von Dinglinger steht heute im Städtischen Museum von Biberach. Die Biberacher lieben ihren Dinglinger, denn der berühmte Juwelier August des Starken wurde in der oberschwäbischen Kleinstadt geboren. Es gibt in Biberach noch ein Dinglinger Haus am Markt und der sächsische Höfling hielt immer Kontakt in die alte Heimat. 1999, als das Stück versteigert wird, wird man in Oberschwaben unruhig. Könnte man doch zum ersten Mal einen echten Dinglinger für das Museum bekommen. Doch auch im reichen Baden-Württemberg kann ein kommunales Museum so etwas nicht schultern. Schnell muss ein edler Spender gefunden werden. Wir haben uns einen Mäzen ausgeguckt. Damals war das alles hochgeheim und musste inkognito behandelt werden. Heute darf ich sagen, unser verstorbener Ehrenbürger Bruno Frey. Wir gaben Bruno Frey einen Tipp und er ließ sich entsprechend beraten von der Gebietsreferentin von Sotheby's, die in der Oberschwaben-Bodensee gegen tätig war. Dann haben wir wochenlang, monatelang nichts gehört und plötzlich hieß es in der Tagesschau, da sehen Sie das Stück, was demnächst nach Biberach kommt. Bruno Frey, ein Industrieller, Gönner der Kunst und der Jugend, Ehrenbürger und jemand, für den das Angebot eines Original-Dinglinger für Biberach ein unschlagbares Argument ist. Nach seinem Ableben übernimmt eine Stiftung die Geschicke.
Sie ist heute die Eigentümerin der unbefristeten Leihgabe. Ich denke, es war der, griechisch sagt man dazu, Kairos, der günstige Augenblick. Er war in der Stimmung, dies zu tun. Der Korb war auf dem Markt. Der Korb passt über Dinglinger zu Biberach. Ich glaube, in dieser Kette war dieser Zeitpunkt unschlagbar. Das Bayerische Nationalmuseum in München. Der Mohrenkopf-Pokal ist jetzt in Bayern zu bewundern. Für die Direktorin des Museums, Renate Eickelmann, bot die Auktion in London die Gelegenheit, die in Nürnberg gefertigte Goldschmiedearbeit in ihre Sammlung herausragender bayerischer Kunstwerke zu bekommen. Und auch sie muss schnell handeln und verschiedene Geldgeber um Unterstützung bitten. Sie hat aber auch eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Ausstellungsstück. Ich glaube, das ist der Anblick des Gesichtes. Er hat etwas Mystisches, dieses Lächeln, dieser halb geöffnete Mund. Und manchmal, auch wenn das jetzt sehr übertreibend lautet, fasziniert er mich genauso wie das Lächeln der Mona Lisa. Die Wettiner machen sich dann auch auf den Weg nach München und sind mit dem Ausgang der Geschichte offenkundig ganz zufrieden. Was uns sehr gefreut hatte, wir haben 2002 eine große Ausstellung um diese Erwerbung gemacht, Christoph Jamnitzer, und die sind zur Eröffnung gekommen. Sie haben sich gefreut, wie ihr Mohrenkopf im Rahmen anderer Jamnitzer-Werke ausgestellt war. Damit ist dieses Kapitel geschlossen. Doch der Traum, Teile vom Schatz der Wettiner zu finden, ist immer noch lebendig. Die Kirche von Reichenberg ist bis heute im Fokus der Schatzsucher. Immer wieder gibt es Anfragen, sich einmal in dem schmuckrenovierten Gotteshaus umsehen zu dürfen. Sehr zum Leidwesen von Wolfgang Pohl und Gerold Rarisch aus der Kirchgemeinde. Also ein bisschen Mäusedreck ist nicht mehr zu finden. Wir haben ja Angst um alles hier drum und dran. Dass immer hier vielleicht noch Goldsuchen auftauchen oder sonst was, es ist wirklich nicht zu finden. Darum dreht sich ja. Wir wollen den Weg von unserer schönen alten Dorfkirche den Schaden aufhalten. Das wichtigste Versteck war unter dem Kirchendach. Man sieht auch hier, dass alle Balken, die Köpfe sind alle erneuert worden. Und dass auch das Widerloch, das Massive für den Außensims, alles entfernt worden. Dort hätte man eventuell auch noch was verstecken können, weil er doch unter der Draufkante dort, dass man dort was hätte können reintun, was Kleines. Aber es ist nirgendwo was gefunden worden. Eine andere Stelle in Moritzburg, die die Schatzsucher anzieht, ist das Wildgehege. Auch Hanno Marschner, der mittlerweile den Namen seiner Frau angenommen hat und in Bayern lebt, stellt immer wieder Anträge, hier noch einmal auf Suche gehen zu dürfen. Und er hat offenbar aus den Lektionen der Jahre 96 und 98 etwas gelernt. Er hält sich an die Spielregeln und mehr können wir und wollen wir gar nicht erwarten. Das heißt also, er zeigt uns seine Vorhaben an und wir überlegen, wie wir das dann gemeinsam realisieren können. Allerdings scheint ihm diesmal das Schicksal nicht so freundlich gesinnt zu sein wie 1996 und 98. Die neue Stelle, die ihn interessiert, liegt im Moritzburger Wolfsgehege. Dafür sind die sächsischen Forstleute zuständig. Wir sehen das nicht so gerne und haben es bisher auch nicht gestattet, dass hier im Wildgehege Moritzburg gesucht wird, speziell hier auch im Wolfsgehege, in diesem alten Eichenbestand. Es ist einfach schlicht zu gefährlich, hier in diesen Gehegen zu suchen. Die Wölfe sind mit die gefährlichsten Tierarten hier im Wildgehege. Das Risiko wäre zu groß. In Moritzburg scheint das Thema Wettinerschatz damit langsam ad acta gelegt. Doch die größte Frage ist bis heute, was ist aus den Stücken geworden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die UdSSR gebracht wurden? Lange Zeit, bis 1996, war man der Meinung, dass der komplette Schatz in Russland gelandet wäre. Die Eremitage in St. Petersburg und vor allem ihre Depots gelten als die Orte, an denen noch so manches aus dem Wettiner Schatz zu finden ist. Doch die Verantwortlichen bleiben da eher einsilbig oder behaupten gar, dass in ihren Beständen nichts zu finden wäre.
Die russische Journalistin Svetlana Kliushina ist schon seit einigen Jahren in St. Petersburg auf der Suche nach den Kunstschätzen der Wettiner. Und sie hat sogar einige Stücke in der Ausstellung im Alexandersaal entdeckt. Vor einem Jahr, das Hermitage hat uns zuerst keine Bestätigung gegeben, dann sie bestätigen, ja okay, denn sie haben auch gezeigt, ja, das ist Wettiner Schatz, wir haben nur diesen kleinen Teil von Wettiner Schatz. Ein entscheidendes Hindernis bei jeder Suche: in den Depots der Eremitage gibt es nicht immer lückenlose Ordnung. Das ist jedenfalls die Einschätzung von Svetlana Kliushina. Wir wissen nicht, wie viele Kisten, wie viele Stücke von Wettiner Schatz oder von anderen Schätzen sie haben. Und niemand weiß das, wirklich. Es gibt keine Kataloge. Ich glaube, dass auch wenige Leute in der Eremitage wissen das. Alle Stücke in der Ausstellung, bei denen als Herkunft 1951 Schatzdepot Moskau genannt wird, deuten auf Beutekunst hin. Der einzige Weg, wie diese Stücke zu uns gekommen sind, ist 1951 mit dem Zug aus Moskau. So steht es in dem Dokument. Sie sind aus dem Gochran, aus dem staatlichen Schatzdepot gekommen, wo alle Dinge zusammengetragen wurden, die beschlagnahmt oder einfach mitgenommen wurden. Wettiner Prinz Rüdiger ist schon seit einiger Zeit mit den russischen Experten in Kontakt und will sie für ihren Umgang mit der Beutekunst nicht kritisieren. Wir dürfen unter diesen Umständen auch nicht vergessen, und das habe ich in St. Petersburg noch mal ganz klar gesehen, wie stark das russische Volk auch unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten hat und welcher große Schaden auch von den Deutschen dort angerichtet wurde. Ich denke, das ist auch noch ein großes Problem in der russischen Seele, für das ich allergrößtes Verständnis habe. Trotzdem beschäftigt ihn ein Stück, das seit 70 Jahren als verschollen gilt und sich möglicherweise in der Eremitage befinden soll, ganz besonders. Das Taufbecken August des Starken, seines legendären Vorfahren. Auf mehrmalige Anfragen in St. Petersburg bekam er anfangs klare Absagen. Später dann nur eine vage Bestätigung, dass das Taufbecken in St. Petersburg sein könnte. Wir haben das Glück, einen historischen Moment für die Wettiner zu erleben, aber auch für Sachsen. Zum ersten Mal seit 70 Jahren wird für uns das Taufbecken aus dem Depot geholt und können Deutsche es mit eigenen Augen sehen. Also sowohl das Taufbecken als eben auch die Hofsilberkammer, soweit sie noch existiert, sind für Deutschland national wichtige Objekte. Das Taufbecken der Wettiner ist eines der großen, wirklich der großen Renaissance-Kunstwerke aus eben Dresdner Produktion. Zu verdanken haben wir und die Wettiner diese Geste guten Willens der Kuratorin für Silberkunst, Dr. Marina Lopateau. Und sie signalisiert auch für die Zukunft Offenheit. Früher, in den 60er und 70er Jahren, hat man die Stücke, die aus Deutschland stammen, versteckt und nicht gezeigt. Aber jetzt hat sich die Politik geändert. Und wahrscheinlich ist der Staat offener geworden und zeigt nun das, was bei uns ist, was aus Deutschland stammt. Doch das Taufbecken muss zurück ins Depot. Es ist noch ein langer Weg, bis die Schatten des Zweiten Weltkrieges verschwunden sein werden, weiß auch Prinz Rüdiger und hofft dennoch, dass das Taufbecken eines Tages wieder nach Sachsen zurückkehrt.